Ja, hallo, liebe Leute. Hier möchte ich anfangen mit meiner Serie Konstruieren von Haushaltsgegenständen und Ersatzteilen etc. Ich fange an hier mit einem Handyhalter und ich würde euch bitten, wenn euch irgendwelche Sachen einfallen, die ihr gerne konstruieren möchtet oder ihr wollt sehen, wie sowas geht, dass ihr mir das mitteilt und ich kann natürlich nicht alles hier zu Hause haben. Wenn ihr Teile habt, dann solltet ihr die auch sehr genau beschreiben. Das heißt mit Maßen etc., dass ich eine Vorstellung dafür bekomme. Ich kann garantiert nicht alles konstruieren, aber vieles. So, aber fangen wir an mit dem Handyhalter. Der Handyhalter, bevor ich da jetzt loslege, einmal noch kurz die Informationen. Wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert und einen Daumen nach oben, dann bekommt ihr halt mehr solche Videos, nicht nur von mir, sondern auch von anderen angeboten. Und damit danke fürs Starten des Videos und dann lege ich einmal los. Okay, wir gehen in FreeCAD und da habe ich im Moment die Version 0.20. In der aktuellsten Version, Revisionsnummer 28697, die ist im letzten Video ja auch gezeigt worden, wie man die installiert. Ich werde bei der Konstruktion darauf achten, dass ich die von mir zusätzlich angelegten Symbolleisten nicht benutze, sondern dass ich zeige, wie das geht, wenn man FreeCAD nicht, ich sag mal, auf seine Anwendung zuschneidet, sondern wenn man es so lässt, wie es ist. Ich werde, so wie es aussieht, hauptsächlich in Part und Part Design arbeiten. Part Design wird da die Überhand haben und eventuell noch. Ich sehe gerade, das ist alles relativ unsortiert hier. Ich habe das doch letztlich noch sortiert. Okay, die, wo ist sie? Spreadsheet Workbench, die werde ich gegebenenfalls auch benutzen, wenn es um Parametrik geht. Wobei ich nicht sicher bin, ob ich bei dem Handyhalter Parametrik brauche. Also starten wir einmal. Wir machen eine neue Datei. Und dann können wir erstmal anfangen im Part Design Modus. Ich möchte einen Körper machen und der soll eine Zeichnung aus einer Zeichnung bestehen. Die Zeichnung mache ich diesmal nicht auf die XY-Plane, sondern auf die XZ-Plane. Das heißt, wir selektieren das hier und schon haben wir das drinnen. Und hier einmal noch das hier auf Modell umstellen, dass wir hier sehen, wo wir überhaupt drin arbeiten. So, der Handyhalter, das ist so ein, ich mache das jetzt mal mit der Maus so, der geht hier so los, dann geht das hier so hoch, hier runter. Das ist dann die Fläche, auf die das Handy kommt. Hier unten kommt so ein Abschluss und der hängt dann in einer gewissen Höhe über der Unterseite, dass man das Kabel gegebenenfalls einführen kann. Und hier, da kommt noch Verstärkung rein, wenn man den nur so als, ich weiß, kann man keinen Buchstaben, das ist so ein L mit so einem Strich dran, dann wackelt das doch arg, wenn man auf dem Handy rumtippt, deswegen muss das stabilisiert werden. Ich habe sowas schon mal konstruiert, aber das ist schon ein bisschen länger her und ich werde das auch nicht als Vorgabe nutzen. Das heißt, ich gehe wirklich von 0 los hier. So, jetzt müssen wir gerade mal schauen. Das ist ein bisschen anders sortiert als meine 19er Version. Deswegen muss ich mich hier ein bisschen zurechtfinden. Ich denke mal, das hier, das schieben wir jetzt mal hier hinten hin. Und wo hatte ich das gerade? Das hier. Das kommt auch mal hier hinten hin. So, das können wir jetzt aber wieder nach vorne schieben, und zwar dahin. So, jetzt habe ich das doch wieder ein bisschen eher so, wie mein FreeCAD war. Und so, wo sind denn jetzt meine? Egal. Okay, legen wir los. Im Sketch, wir erzeugen hier erstmal ein Polygon.
dieser Funktion hier. Und das soll hier auf der Fläche soll das Teil stehen. Das heißt, das Handy kommt von da. Also fangen wir hier an. Ziehen erstmal eine Strecke bis da. Da muss ich gleich das Waagerecht-Symbol rausnehmen. So, dann geht das hier so hoch. Dann geht das hier so runter. Und da können wir erstmal enden. Dann machen wir erstmal hier das weg. Und dann ist das erstmal so gezeichnet. Ich mache mal oben noch die Befehle an, damit ihr seht, was ich für Tasten drücke. So, jetzt machen wir hier einfach Maße dran. So, das ist 171. Das ist gar nicht so falsch. Das Handy, das muss auf 150 mm zu liegen kommen. Das Maß hier, das können wir auch mit dieser Funktion machen. Das wird 30 mm. Und im Prinzip haben wir so schon den Handyhalter konstruiert. Wir können jetzt das hier, das kann ruhig genau bis da vorne hingehen. Können auch die beiden hier vertikal zueinander machen und die kommt da drauf. Und dann müssen wir den einen hier wegmachen. Gucken, ob wir den kriege ich so nicht selektiert. Das heißt, da müssen wir hier wieder auf Aufgaben gehen. Das ist der kommt weg. Und man sich überlegen, wie soll das Handy können das hier noch ein bisschen weitermachen. Okay, die Form nehme ich jetzt und jetzt zeichne ich den machen wir hier mal ein bisschen größer. Machen wir ruhig mal 35, weil ich ziehe ja jetzt noch zusätzlich hinzu die weiteren Linien. Das heißt, wir gehen wieder auf Polygon. Wir fangen da an. So, ich mache jetzt mal hier automatisches Entfernen redundanter Beschränkungen. Und das sorgt dafür, dass nicht so viel, dass nicht so oft orange wird. Das heißt, wenn ich jetzt hier nach da zeichne, dann nimmt er direkt das senkrecht da raus. So, und dann haben wir das hier. So, waagerecht. Das geht dahin. Das geht dahin. Und dann machen wir hier vorne noch da, wo das Handy drauf kommt. So, jetzt die beiden, die sollen natürlich parallel werden. Da kann man einfach Taste P drücken oder man wählt diese Funktion. Taste P geht aber genauso. Die beiden sind auch parallel zusammen. Die sind sowieso parallel, weil die waagerecht ist. So, jetzt gibt es die Dicke des Teils. Ich messe jetzt mal an meinem Handyhalter nach, wie dick ich das Teil gemacht habe. Mal einmal auf 0 setzen, die Schieblehre. Das waren so 4 mm. Das reicht völlig aus. Das heißt, das Maß hier, das wären 4 mm. Dann das Maß hier, das wären auch 4 mm. Und das wären auch 4. Okay, das hier, das kann. Da soll ja was dran, dass es hier vorne noch so rumläuft. Und deshalb machen wir das hier ruhig auch 4 mm. Einmal das hier, das wird ja, die wird parallel zu der. Und das Maß wird 4 mm. Und die wird parallel zu der. So, jetzt muss man hier noch sich überlegen, dass da kann ruhig einen rechten Winkel geben. Das haben wir hier.
machen wir einmal hier den Winkel. Winkel, wo bist du? Das ist hier. Das sind 35 Grad. Jetzt kann man das immer noch so drehen. Und jetzt können wir den Winkel hier noch bestimmen. 75 Grad und schon ist das hier nicht mehr veränderbar. Das hier schon. Und da kann man jetzt hergehen. Da soll ja jetzt, das sind die da reingesetzt, hier vorne noch so ein Bügel dran. Das mache ich folgendermaßen. Ich bemaße das hier. Können wir ruhig 10 mm machen. Ist vielleicht ein bisschen groß. Machen wir mal 7. So, diese, jetzt geht man am besten her und verschiebt hier diese Maße, dass die da nicht mehr so drinnen liegen. So, das war das vor allen Dingen, was gestört hat. Diese Linie hier, die mache ich jetzt zu einer blauen Linie. Das mache ich mit dieser Funktion hier. Er hat aber viel zu viel selektiert. Machen wir Steuerung Z. Das sieht so aus, als wenn jetzt alles selektiert wäre. Warum? Jetzt wieder nicht. Okay. So, du bitte, du wirst blau. Ja, jetzt ist auch das nur blau. Und jetzt möchte ich hier noch so ein was dran konstruieren. Ich habe einmal hier drauf geklickt, deswegen sind die blau geworden. Das machen wir jetzt wieder weg. Und dann kann ich da entweder ein Spline drauf machen oder ich mache das mit einem Kreisbogen. Mittel- und Endpunkte. Jo. Mittelpunkt. Und einmal Endpunkt da. Und einmal nach da. Jetzt kann man das hier noch verschieben. So zum Beispiel, man kann es auch hier sagen, du und du, ihr werdet Tangential, Taste T oder aber, wo bist du, das hier? Okay. So, da ist der Mittelpunkt, den kann ich jetzt hier drauf legen, aber ich will das ruhig so haben. So, dann machen wir noch einen Kreis da rein, so einen Bogen, also Mittelpunkt, Kreispunkt, Kreispunkt. Den können wir jetzt noch da ziehen. Die beiden, die werden. Da machen wir eine Linie rein. Die mache ich jetzt ruhig erstmal blau. Und die wird parallel zu der. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann können wir jetzt die noch fixieren. Das heißt, der Punkt, der liegt auf dieser Linie. Das wird ein Radius. Zwei Millimeter. Und dann ist das auch eingeschränkt. So, jetzt kann man hier noch so ein kleines Ding draufsetzen. Jetzt seht ihr auch, warum ich das Teil da blau gemacht habe. Also die sind erstmal parallel. Dadurch, und dann brauchen wir nur noch das hier bemaßen. 3 mm. Und dann ist alles eingeschränkt.
So, das wäre jetzt der Handyhalter und die Verstärkung hier rein, die kann ich jetzt direkt da reinzeichnen. Ich kann die auch natürlich in die Mitte anfangen lassen. Das hat aber den Nachteil, wenn man das Teil druckt, dass dann diese Verstärkung nicht auf der Druckfläche aufliegen. Deswegen besser jetzt da reinmachen als später. Das heißt, wir zeichnen erstmal hier eine Linie. Ist senkrecht. Und noch eine Linie. So, die hier, die sind vertikal. Ne, horizontal, ein Abstand. So, die können wir ein bisschen schmaler machen. 2,5 mm. Und dann können wir das jetzt hier so verfahren. Ja, so zum Beispiel. Und hier oben. Jetzt schneide ich das erstmal, diese Sachen hier. Das heißt, dann nutzen wir diese Funktion hier. Und dann kommt jetzt das weg, das weg, das weg. Die löschen wir gleich. Und hier, da machen wir dasselbe. Das weg, das weg, das weg. Dann haben wir die da drin. Die selektiere ich nun und drücke die Entfernen-Taste, dann sind die weg. Das ist jetzt die erste Stabilisierung und wahrscheinlich reicht die. Man könnte jetzt hier noch so eine Stabilisierung reinmachen. Ich denke nicht, dass es notwendig ist. Habe ich bei meinem gemacht. Lasse ich jetzt hier einfach weg. So, jetzt gefällt mir das hier noch nicht so ganz. Das heißt, ich mache hier jetzt einfach einen Radius rein. Und diesen Radius, den. So, wir haben da jetzt das Maß weg. Das machen wir hier wieder rein. Das waren ja die 4 mm. Jetzt können wir den Radius hier bestimmen auf 2 mm. So, muss man mal schauen, warum er jetzt hier. Okay, wir haben die Länge nicht mehr drin. Das heißt, diese Länge hier, da machen wir wieder die 150 raus. So, dann haben wir, da können wir ruhig mal die Höhe hier 80, die beiden sind parallel. Oder machen wir es anders. Der ist vertikal und der ist auch vertikal. So. Die ist nee, die ist horizontal. Das Maß erstmal raus. Oh, der hier, der war natürlich totaler Schwachsinn. Das heißt, du bist horizontal. Ihr beiden seid horizontal verknüpft. Gucken, wo haben wir denn jetzt noch was hier? Okay. Ich dachte, die Dicke hätte ich hier definiert. mm. So, jetzt haben wir das schon mal wieder eingeschränkt.
Da machen wir auch einen Radius dran. Mag er wohl nicht. Radius. Und jetzt aber. So, dann können wir den hier auch. Die sind parallel. Gucken, haben wir noch die Längen ein. So. Der kommt auch auf die. Unten das Maß. So. Bisschen länger. So, das wäre jetzt der erste Part. Wir schließen das Ganze, machen eine Aufpolsterung. Das Handy ist ca. 80 mm breit, also wird das Teil 80 mm. Schauen wir uns das jetzt so an und machen eine Aufpolsterung davon mit 80 mm. Und da ist der Servohalter fertig. Der Handyhalter fertig. So, dann fehlt jetzt noch hier unten eine Öffnung, damit hier ein Kabel eingestöpselt werden kann, und das Kabel, das soll hier nach hinten durchgeführt werden, also muss hier ein Loch rein und da muss auch ein Loch rein. Okay, machen wir erstmal hier unten das Loch. Wie würde ich da anfangen? Also ich kann hier im Prinzip auf dieser Fläche konstruieren. Wenn ich das Teil jetzt nicht noch parametrisch hinterher abhängig machen möchte, habe ich im Moment keinen Bedarf nach, also wir nehmen hier das und setzen hier eine Zeichnung drauf, und dann kann man hier mit dieser Funktion sich den Rest ausblenden, dass man sieht, wo das Koordinatensystem ist, und hier soll jetzt ein Rechteck erstmal rein. Wir können direkt so eine Nut machen, da gibt es hier die Funktion, die muss ich mal ein bisschen suchen. Wo bist du denn? Hier, das ist das. Sowas. Und dann kann man sich jetzt hier erstmal die beiden, die sind vertikal. So. Dann das Maß, oder bemaßt was hier auf der Seite. Das Maß sind 20 mm. Das ist viel zu groß. So groß muss das Loch nicht sein. Ach, 15. Und hier den Durchmesser 8. So, jetzt ziehen wir hier eine Linie rein. Da setze ich erstmal das hier auf blau. Nehme eine Linie, die ziehen wir hier so rein. Die ist waagerecht und die kriegt hier einen Abstand von 40 mm, ist also genau die Mittellinie. Und dann setzen wir einfach du und du und du S für symmetrisch, oder aber man wählt diesen Menüpunkt hier, und dann ist das ganze Teil halt da jetzt positioniert. Also jetzt muss man gucken, das ist noch in der Richtung nicht fixiert. Da machen wir jetzt einfach hierzu Maß 13 mm und dann ist das auch fixiert. Schließen und ein Loch, das heißt hier die Tasche bzw. Pocket im Englischen, und dann ist die dadurch. Ich stelle die jetzt zur Sicherheit halber um auf durch alles, und so sieht das schon mal nett aus. Jetzt kann man gucken, ob man das hier noch ein bisschen runden kann. Das heißt, die Funktion erstmal beenden. Dann selektiert man hier
die Teile mit der Steuerungstaste, die halt selektiert werden sollen, die gerundet werden sollen. Ich könnte hier auch einfach diese Teile hier selektieren, dann mache ich oben und unten direkt eine Rundung. Gucken wir mal, ob das funktioniert. So, und wir klicken auf die Rundung, das ist hier. Ja, das sieht gut aus. So, dann kann man jetzt hier noch mal versuchen, gehen 2 mm. Nee, die gehen nicht. 1,5 mm. Ja, die gehen. Und die nehmen wir jetzt auch einfach. Naja, das ist vielleicht ein bisschen viel. 1,2. Nö, so sieht es gut aus. Okay, dann haben wir hier ein gerundetes Loch, wo dann das Kabel durch kann. Jetzt müssen hier, das Kabel soll hier unten rein und dann soll das hier so durchgeführt werden. Da mache ich jetzt auch noch eine Zeichnung drauf. Wir beenden erstmal die Funktion hier, die Rundung, und selektieren, eine Zeichnung machen. Dann wiederum hier mit dieser Funktion. Dann sehen wir jetzt wirklich auf das Teil, was wir da konstruieren, und nicht, haben nicht mehr das andere im Weg. Wenn ich das hier so verdreht habe, dann kann ich mit dieser Funktion hier wieder die Standard-Sicht der Skizze haben. Und dann können wir hier jetzt einen Kreis drauf konstruieren. Wir machen das hier wieder unblau. Also das ist keine Konstruktionsgeometrie mehr werden, sondern weiß und nicht blau. So, dann haben wir einmal das Maß hier. Das wären auch die berühmten 40, die wir vorhin hatten. Und dann guckt man sich das hier an. Das kann so zum Beispiel. Dann machen wir das Maß hier. Du zu dem Maß minus 30 mm, ein bisschen höher. So, das Loch, das muss jetzt nicht so groß sein. Durchmesser 25, dann machen wir 15. Reicht 15 mm für jeden Stecker? Weiß ich nicht. Maus ruhig 20. Okay, schließen. Dann Tasche. Ich gehe ruhig auf durch alles. Wobei, da sieht man hier, das ist nicht so toll. Da nicht durch alles, sondern wirklich auf Abmessung, sonst fräst er da vorne rein. Sieht zwar interessant aus, bringt aber nichts. Und dann können wir das hier auch runden. Einmal die Rundungsfunktion auswählen und dann ist das noch so schön. So, jetzt gefällt mir hier an dem Teil Folgendes noch nicht. Und zwar einmal diese Kante hier unten. Ich möchte da eine Rundung haben. Das ist schade, dass die noch nicht beendet hat. Jetzt kann ich das noch mal drücken. Okay, gehen wir ein bisschen, damit man die besser fängt. Das ist in FreeCAD nicht ganz so einfach, Linien zu fangen. So, dann da gehen wir jetzt hoch. 8. Jo, sieht doch gut aus. Haben wir 8 mm und dann machen wir das hier. Also erstmal beenden, dann die Linie selektieren. Da machen wir jetzt auch ein Maß. Und zwar, das wird 8 plus 3. Ich glaube 3 oder habe ich 4 mm gemacht. Das sieht gut aus. So gefällt mir das. Dasselbe machen wir hier oben auch. Du wirst auch. So, da können wir jetzt mal hier hochfahren. 3 mm. Okay. Das hier. Sechs. So, dann sieht das auch vernünftig aus. Dann kann man jetzt noch
überlegen, okay, diese ganzen Seiten hier, und das möchte ich auch, kann man probieren, ob es geht. Das geht nicht in jedem Falle. Ich selektiere das, machen wir eine Rundung drauf. Jo, mit 1 mm, das sieht gut aus. Und das machen wir hier auf der Seite auch. Du bitte auch. Eine Rundung 1 mm. So, jetzt fehlt noch hier hinten das Loch. Da muss auch noch ein Loch rein. Das heißt, wir machen wieder eine Zeichnung. Gucken wir mal. Jo, ist in Ordnung. Das machen wir hier so hin. Und das kriegt auch hier einen Abstand von 40 mm. Durchmesser 20. Und minus 20. Ein bisschen tiefer. Ach nee, den muss ich nehmen. Minus 15. Minus 5. Jo. Schließen. Loch rein. Mit dieser Funktion hier. Und dann können wir das auch wieder hier runden. Und so sieht's aus. So. Machen wir hier noch ein bisschen, wenn es geht, eine Rundung dran. Nee, das lässt er nicht zu. Das sieht man hier, wenn man aufs Modell umschaltet, dann zeigt er dann ein Ausrufungszeichen an. Das hätte ich vorher machen müssen. Machen wir abbrechen. So, dann ich denke, das stört aber nicht allzu sehr. Alles muss nicht gerundet sein. Also, Handyhalter ist fertig. Der kann jetzt so exportiert werden. Das heißt, Körper selektieren, Steuerung E drücken, dann hier auswählen STL. Und der nimmt als Standard den Dateinamen, das ist in dem Fall unbenannt, weil ich den noch nicht gespeichert habe, minus Body, den Namen des Körpers, und den kann ich jetzt beliebig benennen, aber ich kann auch so lassen. Und da machen wir hier noch ein Unterverzeichnis. Wo war das? Nur ein Ordner. Testo. So, und dann speichern wir den. Dann kann man Cura öffnen. Also Supports braucht man hierbei nicht. Diese Kreise drucken sich einwandfrei, auch ohne dass da Support reinkommt. Da haben wir Cura, Steuerung O, und Cura ein bisschen rödeln lassen. Dann haben wir hier Verzeichnis Testo, muss irgendwo da unten liegen. Na, wo bist du denn? Da ist Testo, da ist der Körper. Der wird nicht so gedruckt, wird halt liegend gedruckt. Das heißt, einmal drehen. Und zwar um diese Achse hier. Auch so.
Und jetzt kann man den auch, wenn man will, hier so drehen. Muss nicht sein. Ich mache es einfach mal und guck mal gerade nach, was habe ich für ein Profil hier geladen. 024, das ist in Ordnung. Wende, das ist gut. Füllung 5%. Ja, da gehen wir mal ein bisschen höher auf 20%. So, Material, das passt. Geschwindigkeit auf Maximum. Bewegung, das können wir so lassen. Kühlung, Mindestzeit für Schicht 6 Sekunden. Das ist für einen schnellen Druck, wo es nicht so sehr auf Qualität ankommt, ist in dem Fall völlig ausreichend. Und Druckplattenhaftung und Skirt reicht hier völlig aus. Stützstrukturen hier sind ausgeschaltet. Okay, einfach slicen. So, braucht 11 Stunden 53 Minuten. Puh, das ist aber lang. Das ist aber lang. Hat der bei mir auch so lange gebraucht? Ich meine nicht. Aber sei es drum, es wird einen Grund geben, warum das hier so langsam ist. Wir können mal in die Vorschau gehen. Mal anschauen, was er denn da druckt. Das sieht so in Ordnung aus. So, das wird mit Geroid gefüllt. Das muss gar nicht sein. Das heißt, wir gehen auf die Füllung. Da machen wir erstmal nur 15, ach komm, 10%. Und füllen Muster Gitter. Nochmal slicen. Da sind wir bei 7 Stunden. Das kommt schon eher hin. Und dann Geschwindigkeit, unterste Schicht, langsame Schichten. Ich denke, ich habe hier was ausgeschaltet, und zwar ist das Combing. Das kann man hier ruhig anmachen. Da muss man jetzt gucken, wo es hinkommt. Combing-Modus ist aus, habe ich doch gesagt. Machen wir mal Combing alle. Slicen nochmal. 4 Stunden. Ja, da sieht man es doch. Ist auch mit Combing, denke ich mal, so zu drucken. Wenn man hier halt sicher sein will beim Combing, dann stellt man das, jetzt ist wieder, wo war das gewesen? Genau. Sonderfunktionen. Qualität oben, unten, Füllung, Material. Kommen wir hier bei Bewegung. Und dann machen wir das mal nicht in der Außenhaut, kein Combing. Was brauchst du dann? Trotzdem nur 4 Stunden. Das ist, so kann man es nehmen. Da wird das Teil gespeichert. So, nehmen wir jetzt hier einen vernünftigen Namen. Handyhalter, Tutorius und Abschuss. So, jetzt kann man natürlich das Teil noch mit Schrift versehen und so weiter. Ich denke aber, das glaubt er mir, dass das möglich ist. Ich lasse es jetzt hier einfach mal weg. So, wenn euch solche Videos wie das hier interessieren und gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da. Ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert.
einen Daumen nach oben, wie gesagt, dann kriegt ihr solche Videos mehr angezeigt. Nicht nur von mir, sondern auch von anderen YouTubern. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!